Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einer weiteren WM 2018 Draft Challenge. Beim letzten Mal hatte ich euch gefragt, soll ich mal anfangen, die Spieler zu tauschen? Und der Clemens hat mir einen richtig, richtig guten Vorschlag in die Kommentare geschrieben. Also ihr wart eigentlich alle dafür, ja, tausche die Positionen und so weiter und so fort. Aber ich habe jetzt hier eigentlich einen richtig, richtig, richtig guten Kompromiss quasi gefunden. Also der Clemens hat es mir vorgeschlagen. Mach es mal so, du zählst, wie viele Spieler auf ihrer richtigen Position stehen. Und so viele, die richtig stehen, darfst du dann die anderen Spieler tauschen. Heißt, wenn ich zum Beispiel einen Keeper ziehe, der steht auf seiner richtigen Position und einen Stürmer. Darf ich dann zwei Positionen dann nochmal tauschen? Also ich finde es mega geil so. Schreibt es mir mal unten in die Kommentare, ob ich es so dann immer machen soll. Ich mache es heute einfach mal so. Starker Vorschlag, Clemens. Und ich würde sagen, wir starten einfach, ne? 11 Booster sind am Start. Die letzte WM 2018 Draft Challenge verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung. Und ich hoffe, heute haben wir Pack Luck und ihr fragt euch sicherlich, welche Formation. Heute gibt es die 3-4-3. Drei Verteidiger, also drei Innenverteidiger, ein linkes Mittelfeld, ein rechter Mittelfeldspieler, zwei zentrale Mittelfeldspieler, ein linker Flügel, ein rechter Flügel und einen Stürmer und natürlich einen Goalkeeper. Ein Torwart suchen wir. Und diesen suchen wir im ersten Booster. Und ich hoffe, dass wir so viele richtige Positionen ziehen. Ich hoffe mal so zwei, drei Stück und dass wir auch tauschen können am Ende. Da bin ich drauf gespannt. Aber Leute, bevor ich den ersten Booster aufreiße, würde ich sagen, schaffen wir heute auf dieses Video die 250, oder? 250 alleine schon für den Vorschlag von Clemens, ne? Also Leute, die schaffen wir. Hashtag PixArmy. So, erste Runde, beziehungsweise erste Position der Torhüter. Der Torhüter. Ziehen wir einen? Das ist die Frage. Ich hoffe ja. Und ich habe es, glaube ich, schon den Keeper gesehen. Blaise Matuidi. Gary Cahill. Holy moly. Gianluigi Buffon. Besser geht's ja eigentlich fast gar nicht. Außer Manuel Neuer. Aber Buffon, da bin ich mehr als zufrieden. Oh mein Gott. Buffon, das ist heftig. Haben wir schon mal den besten Keeper da hinten drin. Winston Reed, Joshua King und Joshua Kimmich. Ja, Buffon, ich darf schon mal einmal tauschen, Leute. Das wäre jetzt lustig, wenn wir komplett eine komplette Formation so kriegen. Einfach komplett alle richtig. Dann können wir nicht tauschen, weil schon alle richtig stehen. Erster Innenverteidiger. So, schauen wir mal. Drehen wir um. Paulinho ist kein Innenverteidiger. Dybala auch nicht. Romagnoli ist einer. Tobi Alderweireld ist ebenfalls einer. Martinez und Harry Kane. Leute, es läuft. Ich nehme Tobi Alderweireld mit von Belgien. Das ist echt nice, Leute. Die zweite richtige Position. Das heißt, wir dürfen schon zweimal tauschen. Nächster Innenverteidiger. Also wenn es jetzt wirklich so kommt, dass wir alle Positionen richtig haben, ne? Herrera, Neymar, Iniesta, Stocker, Giroud und Niklas Moisander ist auch Innenverteidiger. Leute, die dritte richtige Position. Das ist ein heftiger Lauf, Leute. Hatten wir schon mal so einen Lauf? Ich glaube nicht. Nächster und letzter Innenverteidiger. Aber im Mittelfeld wird es, denke ich mal, umso spannender. Javi Mascherano ist zwar hier im Mittelfeld gekennzeichnet, kann aber als Sechser und hinten in der Innenverteidigung spielen. Also, Guidetti, Funes Mori wäre auch Verteidiger, Modric, Cialai und Arda Turan. Und das heißt, Leute, die nächste richtige Position. Ich nehme Javi Mascherano natürlich mit. Ich darf schon mal viermal tauschen. Aber wenn jetzt... Ja, ich weiß nicht, Leute. Wieso haben wir heute so viel Packluck, wenn wir diese neue Regel austesten wollen, ne? Also ich hätte mir jetzt gewünscht, wenn alle
wenn zwei Positionen richtig wären. Aber jetzt haben wir schon vier. Wir haben einfach komplette Abwehr richtig und Torwart richtig. Das ist nicht mehr normal. Das ist ja nicht mehr normal. Weiter geht's mit dem linken Mittelfeldspieler. Das wird etwas schwieriger. Das wird etwas schwieriger. Sami Khedira, Yannick Carrasco. Würde ich jetzt eher im linken Flügel sagen. Würde ich jetzt eher als linker Flügelspieler bezeichnen. Erik Dyer, Gulaski, Blazikowski und Gulam. Aber man muss ja mitbedenken, ich könnte ja im linken Flügel vorne einen linken Mittelfelder bekommen. Und da wäre Carrasco gut. Aber ich glaube, ich nehme Blazikowski mit, weil Blazikowski ist rechter Mittelfeldspieler. Und wenn ich vielleicht rechts einen linken Mittelfelder bekomme, dann könnte ich rechts mit links tauschen. Also das muss man jetzt alles mitbedenken, Leute. Weil wir versuchen natürlich bei einer Draft-Challenge eine komplette richtige Formation zu bilden. Komplette 11 Spieler auf ihrer richtigen Position. Blazikowski ist jetzt der Erste, der nicht auf der richtigen Position steht. Erster zentraler Mittelfeldspieler. Schester, nee. Cuadrado, ja. Romero. Blazikowski, Mats Hummels und Kingsley Coman. Und Andres Cuadrado steht auf der richtigen Position. Er ist als Achter, Sechser würde ich jetzt nicht sagen und Zehner auch nicht. Also ist ein Achter der Andres Cuadrado. Ist definitiv im zentralen Mittelfeld unterwegs. Und das ist die fünfte richtige Position. Was ist hier heute los, Leute? Was ist hier heute los? Nächster Achter. Frisalko. Arturo Vidal, Leute. Arturo Vidal, heute ist mal enormes Packluck am Start. Fellaini, Kalinic, Čučak und Perez. Ich nehme definitiv, ich überlege nicht lange, ich nehme Arturo Vidal mit. Die sechste richtige Position. Also wir könnten heute wirklich die Draft Challenge für 100% bestehen. Ich bräuchte dafür aber jetzt einen linken Mittelfelder im rechten Mittelfeld quasi. Ja. Also komm, let's go, bitte. Ribéry wäre jetzt geil. Oder irgendwie sowas. Komm. Raúl Jiménez, nee. Smoldikov, nee. Stieber. Stieber, ich weiß nicht. Der ist aber nicht im linken Mittelfeld aktiv. Ne, Hummels, Chirikes und Omar Toprak. Hatte ich hier 7? Nee, das waren 6 Karten. Ich nehme aber Raúl Jiménez, glaube ich, mit. Weil er ist Stürmer. Und wenn wir im Sturm ein rechtes Mittelfeld... Ja, das könnte ich so tauschen. Ich nehme, glaube ich, eher Raúl Jiménez mit. Ich nehme Raúl Jiménez von Mexiko mit. Ja. Und am Ende könnten wir noch so tauschen, dass vielleicht zwei Mexikaner nebeneinander stehen, dass sie sich besser kombinieren können und so weiter. Also hätte ich jetzt hier einen rechten Mittelfelder von Mexiko, hätte ich dann die beiden hier getauscht. Vidal und Cuadrado. Aber 3 Booster haben wir noch. Linker Flügel. Let's go. Wäre geil, wenn wir jetzt einen linken Flügelspieler bekommen. Oder irgendwas allgemein geiles. Aber ja. Ich hätte niemals daran gedacht, dass ich heute so viele richtige Positionen habe. Ne? Gary Medel. Vardy. Vitolo. Ist der links oder rechts? Ah, ich weiß es nicht. João Mario. Jalai und Gareth Bale. Holy moly. Den muss ich mitnehmen. Den muss ich mitnehmen, alleine schon wegen den Qualitäten. Wir wollen natürlich auch nicht nur die richtigen Positionen haben, sondern auch geile Spieler im Team. Und da muss ich Gareth Bale mitnehmen. Auch wenn er eher im rechten Flügel aktiv ist. Aber vielleicht können wir ja noch irgendwie was tauschen. Jetzt wird hier der Stürmer gesucht. Toni Kroos. Kandreva, Walker, Wayne Rooney, bam, Strootman und Artem Zuber. Ich nehme natürlich hier, ne, Wayne Rooney mit, ist ja auch wieder zuletzt, sage ich mal, ein bisschen gehypt wegen den Everton-Deal, zurück nach Everton. Leute, schaut euch diese Formation mal an, so eine geile Formation hatten wir noch nie, oder? So eine geile Formation hatten wir noch nie, so ein geiles Team. Ist ja nicht mehr normal hier. Das ist echt nicht mehr normal.
Letzter Booster. Letzter Booster. Claudio Bravo. Casimiro. Cristiano Ronaldo. Alter. Gianluca. Payet. Payet und Mascherano. Natürlich Cristiano Ronaldo, Leute. Sprengt diesen Like-Button, Leute. Was ist das für eine Aufstellung? Ich darf jetzt tauschen. Ich darf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mal tauschen. Der erste Tausch ist schon mal überragend. Ronaldo tausche ich mit Gareth Bale und zack, Ronaldo steht auf der richtigen Position und Bale. Was für ein Sturm, Leute. Was ist das denn hier, bitteschön? Was soll ich noch tauschen? Mehr kann ich nicht tauschen. Mehr kann ich hier echt nicht tauschen. Raúl Jiménez muss da im rechten Mittelfeld spielen. Das ist so der Knackpunkt. Ein Spieler, der nicht so wirklich im rechten Mittelfeld aktiv ist, ist Raúl Jiménez. Raúl Jiménez. Ah, das ist die Sache hier, ne? Aber ansonsten kann ich nichts anders machen. Ich kann hier nichts anders machen. Blazikowski, das sind die einzigen beiden Spieler, linkes Mittelfeld und rechtes Mittelfeld, die nicht auf der richtigen Position stehen. Aber trotzdem, Leute, schaut euch dieses Team mal an. Hatten wir schon mal so ein gutes Team? Ich glaube nicht. Also, Leute, jetzt liegt es an euch. Soll ich das weitermachen mit dem Tauschen? Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare. Wenn nein, schreibt es auch unten in die Kommentare. Das war's jetzt hier von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst natürlich ein Däumchen nach oben da, Leute. Bale, Rooney und Ronaldo im Sturm. Was ist hier los? Ich fasse es immer noch nicht. Ich glaube es immer noch nicht. Leute, das war's. Die letzte Draft-Challenge verlinke ich euch unten in die Videobeschreibung. Wer noch nicht Abonnent ist, kann meinen Kanal kostenlos abonnieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut rein und tschüssi.